Ja, hallo, Servus und grüße euch zu 7 Days to Die, der Zombie-Apokalypse. Ich bin gerade dabei herauszufinden, ob das funktioniert. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Jawohl, ich komme noch rein. Ich hoffe, das haltet unsere Schimmelfreunde auf. So, das lasse ich jetzt offen, weil ich in der Panik sicher wieder irgendwie lauter Fehlsteuerungsbefehle gebe. Wir brauchen Steine. Und Grashalme. Weil nämlich mein Bogen in der Hitze des Gefechts einfach so einen Geist aufgegeben hat. Ich hoffe, es kommt nicht wieder eine. Ich hab nicht mitzählt. Wie viel waren das? 20? 25? Keine Ahnung. Ich bin froh, dass uns die nicht bei unserer kleinen Holzbehausung überrollt haben. Weil das wäre dann tatsächlich ins Auge gegangen. Hey, schaut richtig schön dämlich aus, aber egal, Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Steine, weil die Axt. Ach du Scheiße, ja, die Axt ist gleich hin. Und wir brauchen auch Steine für Pfeile. Repair. Passt! So, ich fühle mich wirklich schon um einiges sicherer. Also diese vorige Horde war ja echt, ja, schon einmal Vorgeschmack, was noch alles auf uns zukommen wird. 22:48 Uhr, ich riskiere es jetzt. Ich möchte einmal wenigstens schauen, was da auf der anderen Seite ist. Ach schau, da wächst. Okay, wir haben auch genug. Wir hätten da auch Golden Rods. Ohne Ende. So, das durchsuchen wir jetzt auch noch schnell. Naja, war klar, dass das leer ist. Ein Dicker, der stört mich nicht wirklich. Vor allem, weil die sehr langsam sind. Na gut, ja, da vorne meine Privatapotheke. Ich hoffe nur so, dass uns das Fundament nicht weghämmern und ich tatsächlich dann. Einstürzt mit dem ganzen Gebäude. Ja, nicht wundern, wenn ich nebenbei eine Pause mache. Weil ich gerade da habe ich gerade wieder was gehört und versuche rauszufinden, wo das Geräusch herkommt und wie gefährlich es für mich ist. Ja, na, ich glaube, wir sind da oben ziemlich safe. Was ich jetzt schon noch auch machen möchte, so wie früher die alten Burgen. Frame. Ah nein, Moment. Was ich vorerst machen möchte, ist ein Bow. Und ich hoffe, dass der in der Qualität hier besser sein wird als der da. Ja, nicht wirklich. Egal, 131 Pfeile. So, Frames. Wie viel haben wir? Zwei Frames haben wir. Was ich jetzt nehme ich, und ich hoffe, das funktioniert. Vor allem, ich hoffe, das funktioniert so, dass ich nicht runterfall. So, so viel der Plan. Also, die müssten da raufklettern. Ich hoffe, die springen da jetzt nicht rüber. Die müssten, wenn es kommen, darauf klettern, werden hoffentlich von der Tür aufgehalten und ich kann sie wegsnipern. Naja, ihr wisst das. Jedes Mal, wenn ich einen Plan habe oder hatte, ist der ja erfolgreich richtig gut schiefgegangen. Ja, wir sehen den Mond. Was könnten wir jetzt noch machen zum Absichern? Da vielleicht noch eine Wand rundherum ziehen. Beziehungsweise, das wäre Verteidigungsstufe 1. Verteidigungsstufe 2, da irgendwas durchziehen. Nuller 20, wenn sie jetzt kommen, dann kommen sie schnell und dreckig. Da
vielleicht noch so eine Verteidigungsstufe durchziehen. Vielleicht auch höher bauen, damit ich von oben dann nochmal runterschießen kann. Ich hoffe nur, das war kein Fehler. Ich kann sie hören, aber nicht sehen. Ah, schau mal. Sind die da jetzt endlich durchgekommen? Dann kann ich ja da unten reinmarschieren und einkaufen gehen. Auf Loot-Tour. In meiner Apotheke. Licht. Wir brauchen Licht. Dazu müsste ich... Aber warte mal, Teller können wir aber schon abkochen. Ha! Teller haben wir ja jetzt. Also dieses Fett. Ja. Wer kennt das nicht? Da will man ins Bett gehen und dann liegt ein Riesenhaufen Eingeweide vor der Tür. Wir können uns ja schon Kerzen basteln. Das habe ich ja gar nicht gedacht. Wir haben ja... Unten? Weil ich habe ja alles, was zum Kochen und Einkochen und zum Verbrennen ist, mit runtergenommen. Oh Mann. Wir können ja... Ich darf da nicht so rumhüpfen, weil sonst breche ich mir wirklich die Beine. Wir haben ja da das Animal Fat. Und Animal Fat können wir zu Teller kochen. Mit, keine Ahnung, ich nehme das jetzt einmal mit. Ich vergesse das immer, wie lange das einzeln brennt. Und dann können wir Kerzen aufbauen, dann ist nicht mehr ganz so finster. So, Animal Fat wird zu Tello, 1 Minute 30. 2,44 ist zu viel, 2,44 ist zu viel. 14 Sekunden. Ja, wurscht, nehmen wir 1,1. Ist egal. Wenn schon Ressourcen verschwenden, dann richtig Ressourcen verschwenden. So, Steine hebe ich mal auf. Ich darf nicht wieder den Fehler machen, alle Steine zum Verbrauchen. Weil, wenn die Axt eingeht, ist das jetzt auch nicht unbedingt was, was ich unbedingt haben will. Gunpowder, warum renne ich mit dem rum? Nobody knows. Ha! Also da oben fühle ich mich gerade im Moment richtig, richtig, richtig sicher. Ja, brauchen wir auch nicht wirklich. Notfall bastle ich welche. Ja, Wasser. Wir brauchen Wasser, dass wir Tee kochen können. So, wie schaut's aus? Es ist still in der Nachbarschaft. Stört mich nicht. Echt nicht. Und wir können hoffentlich Kerzen machen. Einmal möchte ich dann nicht auf Cook vergessen zum Drücken. Okay, im Hintergrund heulen die Kojoten. Tada. Teller. So, Candle. Was braucht man für die Candle? Ich glaube, da brauchen wir eh nur eher passt. Weil wir wollen ja, wenn die in der Nacht angreifen und die haben tatsächlich... Die haben tatsächlich meinen schönen Mining-Helm kaputt gemacht. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Mein Mining-Helm. Ja, der ist wirklich hin. Blöd. Scrap. Das nicht scrapen. Okay, gut zu wissen, dass das Zeug auch hin werden kann. Ich weiß gar nicht, ob es in der Alpha 11 schon so war. Ah, das packt er. Egal, Hauptsache es ist hell. Das kann ich ja dann bei Tageslicht versuchen, auf der anderen Seite zu setzen. Jetzt legen wir da unten die komplette Einrichtung.
sensed. Ja, da. Schauen wir mal, ob wir es rauslecken. Rauslecken. Entschuldigung. Rauslocken können. Da bin ich. Hello. Put, 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 put. Ja, nicht unbedingt im Sinn des Erfinders. Sensed, ja. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn die lang genug hämmert, bricht die Tür auf. Und wir haben dann weniger Arbeit, dass wir reinmarschieren. So. Ja, ich finde das blöd, dass das dort irgendwo hinpackt. Das muss ich eventuell. Ich schätze mal, da stürzt jetzt ab die Konstruktion, oder? Wenn ich das da dran handelt. Und ein Hund. So, jetzt werden wir gleich wissen, ob das funktioniert, mein Plan. Ach du Scheiße, wieso? Wieso? Der kommt da bis ganz hoch. Das ist ja nicht wahr, ich blut. Ja, okay, dann muss ich es aber oben noch einmal eine Spur höher machen. Entschuldigung, vollste Konzentration, ich kann gerade nichts sagen. Ja, ich hab's aber jetzt nicht instant meine Tür aufbrauchen, oder? Ich hätte gern eine ruhige Nacht in dem Spiel. Wo ist die Alpha? Wo sind die guten romantischen Zeiten hin? Tee kochen. Was für ein Abgang. So, was ist mit dir jetzt? Bist du es bald? Endbob. Okay. Tee kochen, am Lagerfeuer sitzen. Aber geil war das der obere. Ah, ich weiß schon, war das ein Grieche, oder? Das werden wir jetzt immer sehen, weil der schon vermodert ist da. Ja, okay, dann. Moment. Ah, ich weiß schon warum. Ich weiß schon warum. Ja und? Bist du es jetzt bald? Wie viel sinkt denn das jetzt noch? Jetzt muss aber jetzt schon langsam. Jetzt ist aber schon langsam genug. Vor allem ich habe in meinem ganzen Heilplantagen jetzt schon aufgebraucht. In your face. Und tschüss. So. Den Köder müssen wir jetzt auch noch wegkriegen. Ja, kommt, das wär's jetzt, wenn der jetzt auch noch die Leiter hochkommt, oder? So, wie weit kann der springen? Ja, zum Glück nicht so weit. Aha. Doggy Style daneben gegangen. Gut.
Durchatmen, es ist schön ruhig, ich schieße den Hund ab. Ja, verdammt. Okay, aber wir wissen, dass es prinzipiell funktionieren wird. So, was ist mit dir jetzt? Wir haben geschlossen, Madame. Ernsthaft? Ja, treffen müssen. Ich meine. Oh, tschüss. Gut, ja. Lessons learned. Wir brauchen diese. Was brauchen wir? Nicht die Wood Frames, sondern. Verdammt, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Vorhin habe ich es gefunden. Frame, Woodramp Frame. Da machen wir uns gleich 4 draus. Und zwar, ich weiß, warum die oben drüber geklettert sind. Das können wir verhindern. Mit einem todesmutigen Klettereinsatz. Da machen wir noch ein paar Woodramps. Nein, scheiße. Ja, egal, die brauchen wir sowieso an anderer Stelle auch noch. Sechs oder zwei, sie laufen nicht mehr. Ein bisschen durchatmen. Okay, you are now level 12, aber am Verdursten und alles Mögliche. Und da unten ist noch immer ein Köter. So, weg mit dem Chorblock. Ich habe den Chorblock entfernt. Nein, habe ich nicht. Ja, das ist mühsam. Okay, so. Jetzt muss ich aufpassen, dass mich da jetzt nicht runterhaut. Weil, was passiert jetzt? Wir nehmen diesen Frame und setzen ihn so dran, dass sie da quasi nicht drüber klettern können. Scheiße. Ach Gott. Das wird höher, als ich eigentlich ursprünglich geplant gehabt habe. So, auf ein neues. Wir setzen den so, dass er da drauf ist. Upgraden das einmal. Den sogar zweimal, das ist hübsch. So, ich... Ja, die Idee dahinter ist, dadurch, dass da jetzt eine Schräge ist, kommen unsere Schimmelfreunde nicht mehr so leicht, also können einfach nicht drüber klettern. Und sollt vermeiden, dass sie, wie es vorhin zweimal passiert ist, einfach über die Mauer drüber klettern in voller Fahrt, in voller Geschwindigkeit. Weil das brauche ich jetzt nicht noch einmal, dass die da bis rauf und reinkommen. Gut, einen haben wir noch. An der Stelle. So. Und das finde ich schön, das haben sie in der 12er auch geändert. Man sieht jetzt, ich wollte jetzt gerade meinen Fingermonitor zeigen, man sieht jetzt viel schöner, wie diese Woodramp, in welche Richtung die scheint. Das war in der 11er ziemlich, ja, hell und sehr schwer zum Erkennen. Ist ja geil. Köderparty. Who let the dogs out? Ja, na dann hoffe ich, dass wir
Das ist also die Hundehorde. Oh Mann, mit meinem Ziel. Aber wir könnten... Ja, scheiße, wie kriegen die jetzt am blödesten? Wie viel sind denn das? Ist ja irre. Jetzt hätte ich gern Dynamit oder sowas. Irgendwas, was ich fallen lassen kann. Schon aus wie Ratten eigentlich. Also ich habe nichts gegen Ratten, aber in zombifizierter Riesenversion Form muss nicht sein. Und tschüss. Ja. Hunde laufen auch bei Tageslicht. Sneak Bonus Damage. So, ich bin froh, dass wir einen Bogen haben. Weil die im Nahkampf, das hätte man nicht überlebt. No way. So, und jetzt schnell. Weil. Da müssten wir jetzt eine Menge Leder rauskriegen. Ich hoffe, das geht sich aus, bevor die... Take all. Ich weiß nicht, ob das Fleisch... Das ist aber vergammelt. Gut, ist egal. Das werfen wir nachher weg. Naja, da hinten werden schon zu Goreblocks. Scheiße. Aber Animal Hide haben wir. In der Hoffnung, dass wir irgendwann das Leather Tanning Buch finden. Mit dem wir tatsächlich... Ja, die haben sich da echt durchgefetzt. Ja, ist okay. Dann schauen wir, ob wir da... Wäre ja zu viel verlangt. Ein Buch finden, das uns glücklich macht. Ja, okay, solange sie sich nur da durchfetzen und nicht drauf, ist das okay. So. So, jetzt kann man es von unten sehen, was ich eigentlich machen wollte. Das sollte verhindern, dass die in voller Geschwindigkeit da einfach wieder drüber klettern. Ich hoffe, das funktioniert. Hoffe ich wirklich. So, sicher machen wir die Tür zu. Wenn es nicht funktioniert, werden wir es ja sehen bei der nächsten Angriffswelle, die ziemlich sicher wieder kommen wird. Aber hey, eins kann ich euch sagen, also puh. Langweilig wird es in der Alpha 12 auf gar keinen Fall. Na gut, neuer Tag, Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. In diesem Sinn, ich wünsche euch was. Ciao, baba.